Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Pine mit eurem Oberst. Und heute geht's quasi hier ein kaltes Wiedersehen, da rechts steht die Quest, tritt dem Erdrutschrat bei. So, dann möchte ich jetzt halt nochmal ganz kurz hier auf die Ziele gucken. Das hier wahrscheinlich, ne? Genau. Wenn es jemand gibt, der die Tambas nicht ausstehen können, dann den selbsternannten Kariblin-weißen Brennir, den man wegen Unausstehlichkeit ins Exil geschickt hatte. Er lebt jetzt alleine auf den Nordplateaus, deshalb ist es irgendwie ironisch, dass dies der kompetenteste Angehörige der Kariblins ist, der dir alles sagen kann, was es über den Irrtum zu wissen gibt. Ihn zu finden stellt einen guten Startpunkt dar, die Rolle der Kariblins bei diesem Großereignis zu ermitteln. Alles klar, dann werden wir mal uns dorthin begeben. Ich hoffe jetzt nur, die Musik ist nicht zu laut. Oh, was haben wir denn da? Dünneisen? Nehmen wir doch mit, oder? Na, schade. Ich wollte nur ein bisschen was einsammeln hier. Yes, gut. Ah. Ja, die anderen lasse ich laufen. Ist egal, wir begeben uns jetzt erst einmal dorthin. Mal gucken, vielleicht haben wir hier auch noch was? Ein Ei? Irgendwas? Gar nichts? Hm, okay. Also irgendwie müssen wir da hochkommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich über den Felsen da hinkomme. Deswegen gehe ich lieber mal hier entlang. Der Erdrutschrat. Hm. Ja, da haben wir was ausgelöst das letzte Mal mit dieser Mechanik, ne? Oh, aber die Hülle, die kennen wir. Also da waren wir, glaube ich, schon drin. Na dann, gucken wir mal rein. Das war, glaube ich, ganz am Ende oder so. Ja, genau, genau. Da hatten wir auch eine Kugel gefunden. Oder war das die Höhle? Ich glaube schon. Was? Es war die Höhle, auf jeden Fall. Aha. Na, schau mal, wer da hereinspaziert kommt. Der Sturmtreiber. Warum sollte ich es nicht gleich hier zu Ende bringen, du lästiger Mensch? Die harten Zeiten haben uns zusammengebracht und ich werde nicht gestatten, dass Aggressionen aufkommen. Hue wird seinen Fehler beheben. Hue, du wirst auf die Antenne klettern und bevorstehende Blitzeinschläge durch die Platzierung dieser Begalit-Abdeckung verhindern müssen. Wir haben teuer mit Begalit bezahlt, also mach schnell. Hue, wenn du fertig bist, habe ich noch ein paar abschließende Lektionen für dich. Such mich dafür in meinem Haus auf. Alles klar. Geweihschild-Idee. Cool. Und die Antennenabdeckung. Hm. Schauen wir uns mal an. Das ist wahrscheinlich ein besonderer Gegenstand, oder? Achso, nee, das ist Ausrüstung. Moment, was haben wir hier noch? Da haben wir diese Geweihschild-Idee. Oh, schön. Und die können wir sogar direkt herstellen. Ist das nicht toll? Das machen wir doch glatt. Ups, das machen wir doch glatt mal. Yes. Ausrüstung, weil wir haben ja jetzt dieses hier mit jeweils 3 Sternen und das hier hat jeweils 4 Sterne. Das ist doch schon mal cool. So, Gegenstand ausrüsten, jawohl. Haben wir. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz bei den Fertigungen. Die können wir, nein, noch nicht herstellen, weil da fehlt uns noch ein bisschen was. Und wie ist es mit dem hier? Das könnten wir herstellen. Achso, das ist Schnelltransportkit. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Ja, dann gucken wir mal, wo das hinkommt. Oh, das ist schön. Akerians und Pfeile. Gut. Ich wollte jetzt nochmal da runter schauen. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, was das war, was wir hier gebraucht haben. Required Items 4 Entdeckerfragmente erforderlich. Fehlgeschlagen. Entdeckerfragmente haben wir noch nicht. Oh, die Stufen haben es ja blöd angebracht hier. Na gut, dann schauen wir halt mal nach oben. Eine Amphiskuskugel fehlt uns noch, Mensch. Die wir mal noch bekommen könnten. Das wäre super. So, wir müssen da nach oben. Alles klar. Also Marholz werde ich jetzt erst einmal keins mehr einsammeln. Da habe ich, glaube ich, über 30 Stück oder sowas jetzt einstecken. Das könnte man eventuell noch als Handel dann nehmen. Ah, ich komme hoch. Yes. Okay, also da müssen wir hochklettern. Und es sieht so aus, als würde es uns nach unten hauen. Ah, okay, jetzt ist natürlich dann auch klar... Moment, erstmal... Ja, okay, wir müssen einfach da drauf. Lightning Receiver. Hups. Jetzt hätte mich fast runterkaut. Scheint zu passen. Hoffentlich war es das jetzt. Und jetzt noch ein letzter Besuch bei Brennir. Hoffentlich ist er bereit, für den Irrtum zu über den Irrtum zu sprechen. Okay. Kommt die Plattform auch wieder? Nein? Oh, okay. Alles klar. Ich dachte, jetzt hätte mich haut sowas von aufs Maul gerade. Naja gut, weil Fallschaden kriegt man ja, ne? Da ist nix. Also, zu Brennir. Habe ich schon mal gesagt? Ab auf die Skier und runter, das wäre doch cool. Oh. Das nehmen wir doch mit. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas anderes, was wir hier oben finden können? Also Begalit haben wir jetzt halt richtig viel, ne? Da haben wir noch ein bisschen was von dem Schlüsselgrafit. Das ist auch gut. Wie viel haben wir denn davon eigentlich? Schlüsselgrafit. Oh, 8. Cool. Das heißt, wir könnten uns nochmal einen Schlüssel machen. Moment. Das war hier, weil für was anderes braucht man das ja nicht. Also zack, machen wir mal. Pfeile müsste ich noch in der Ausrüstung genug haben. 86 Pfeile, okay. Ja, also da denke ich, wenn wir jetzt nicht unbedingt was brauchen. Fertigen. Wir können auf jeden Fall Weichglas herstellen. Allerdings, das habe ich halt auch nie verwendet, ne? Wäre eigentlich auch was Interessantes. Das ist der Überfall-Dingsbums. Und von den Dingern haben wir... Da haben wir nur einen. Das ist der explosive. Wunderkatzenfalle ist natürlich schon gut, ne? Wie schaut es denn aus mit Starrseile? Wir haben ganz viele. Holz, wir könnten uns mal ein paar Seile machen. Machen wir mal ein paar Seile und machen dann diese Prätzelfallen. So, jetzt habe ich immer noch... das hier, dann würde ich sagen, machen wir hier mal... Oh, machen wir noch eins. Und dann machen wir nämlich hier 4... Oh, Marholz braucht man ja auch nochmal zusätzlich. Ist egal, machen wir hier mal welche. Jetzt haben wir 3, 6, es reicht. 6 Stück reichen. Von den Explosiven werde ich auch einmal noch welche machen. So, da werden immer gleich 3 hergestellt, das ist dann natürlich ganz gut. Die Geweihmaske können wir... herstellen. Das würde ich jetzt glatt machen, weil ich möchte hier im Besitz stehen haben. So, die Geweihmaske hat 3 Sterne. Unsere hat auch 3 Sterne. Gucken wir uns mal die Geweihmaske an. Hoho. Ja, lass mal ausgerüstet. Das ist cool. Ah, vielleicht gibt es einen Bonus, wenn man das ausgerüstet hat. Keine Ahnung. Weil, ich meine, wir sind ja mit denen verbündet. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Sulfodil und wenn, dann sind wir zumindest neutral mit denen. Das auf jeden Fall. Na, jetzt sammle ich auch wieder Marholz, ne? Das ist klar. Wirst du die Finger wegnehmen? Danke. Mal gucken, was ich denen noch abgreifen kann, bevor sie es abgreifen. Servus. Eins. Danke. Vor der Nase weggeschnappt. Ah, das wird wahrscheinlich Lobpunkte oder Freundschaftspunkte kosten. Brennir, wo bist du? Servus. Deine Gegenwart hier muss bedeuten, dass die Arbeit erledigt ist. Ja, das hat perfekt gepasst. Jo, ich hoffe, du siehst jetzt die Weisheit der Berge. Manche Probleme sind größer als wir selbst. Manche einen uns sogar. Das klingt ja wie... In der Tat. Du willst doch von mir wissen, was die Rolle der Kariblins während dieser gefährlichen Zeit war, oder? Ja, und alles andere, das dir in den Sinn kommt. Es war das, was du in dieser Tamba heute getan... Es war das, was du und dieser Tamba heute getan habt. Alle auf der Insel zusammenzubringen, um ein Problem anzupacken. Aha, also das klingt ziemlich einleuchtend. Nicht, wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, über deinen eigenen Stamm nachzudenken, Junge Yu. Es erfordert Mut und Selbstlosigkeit. Und jetzt zieh los und rette dein Volk. Du befindest dich auf dem richtigen Weg, hüte dich aber davor, anderen in die Quere zu kommen. Glaube an dich selbst und all das. Ich werde es versuchen. Wissen über den Irrtum. Die Kariblins brachten einen vereinten Rat zusammen und baten alle darum, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Okay, das war quasi jetzt der erste Hinweis, den wir uns geholt haben. So. Und nun? Warte mal, finde das erste Ornament unter einem Baumstamm im schmalsten Teil des Sumpfwaldes. Das habe ich ja auch noch nicht geholt, ne? Aber der Sumpfwald ist jetzt natürlich hier, da, nee, hier, da, nee, Sumpfwald. Sehr verwunderlich, Moment. Was war das? Die Fechsel? Und da ist auch Fechsel. Ist auch Fechsel. Okay, Fragezeichen sind Fechsel. Der Sumpfwald, das ist doch alles hier. Und hier sollen wir wahrscheinlich irgendwas finden, ne? Da ist auch irgendwas, Feuchtküsten. Ich würde sowieso sagen, wir gehen vielleicht mal in die Richtung. Ich habe nämlich doch die Hoffnung, dass wir hier noch die fünfte Amphiskuskugel finden könnten. Mal wegzoomen nochmal. Ja. Ich glaube, wir schauen uns mal da unten um. Ich glaube, so richtig waren wir hier an der Stelle noch nicht. Also, dreh dich einmal um, junger Yu. Oh. Bitte nicht darunter. Das könnte mörderisch sein. Wir rennen mal ein bisschen. Komme ich da nicht runter oder wie? Doch. Das sind unsere Eiertropper. Hä? Was einsammeln, ne? Im aktuellen Moment habe ich irgendwie... Was ist das? Energized. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht an der Kugel vorbeigelaufen, weil ich jetzt so auf das Menü konzentriert war. Ich bin mal gespannt, wann der Beutel sagt, jetzt ist Schluss. Also im Moment sammle ich ja einfach bloß noch ein. Alles, was ich irgendwie finde. Es gehen schon in die richtige Richtung. Ja, ja, das stimmt schon. So, hier ist ja noch so ein Turm, wie ich gerade sehe. Wir gehen einfach da mal geradeaus drauf zu. Oh. Alperfanten. So ein bisschen Leder wäre nicht schlecht, wenn wir hätten. Ah, verdammt. Ah, das ist ein Krocker. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ah. Hey! Du spinnst wohl! Oh! Haust du mir rein, ey? Das ist alles mein Zeug. Finger weg. Oh, die hauen mit dem Schwanz zu. Aha. Die können ja im Grunde nicht wirklich was. Ich habe mir jetzt ja den Kampf wesentlich härter vorgestellt. Aha. Krass. Da würde ich sagen, haben wir jetzt mal so richtig gut was eingesammelt. Klasse. Jetzt gucke ich mal in mein Inventar. Na, ich denke, da gibt es noch eine Reihe. Und danach ist wahrscheinlich Fini. Aber cool, wir haben jetzt auf jeden Fall eine richtig gute Nahrungsquelle hier mit unseren Eiern. Da würde ich sagen, haue ich mir auch gleich mal eins rein. So, und ich wollte jetzt... Moment, in die Richtung, wo der Turm ist. Der Turm ist nicht zu sehen. Das ist super. Moment, von da kam ich, ne? Da ist er. Genau, und da war auch nochmal Schlüsselgrafit oder sowas. Nee, das ist gar kein Schlüsselgrafit. Dieser Turm scheint verlassen zu sein. Ob sich Nord wirklich sicher ist, wo sich dieser alte Krocker aufhält? Oh. Bisschen was von dem Fleisch noch herholen. Oh! Mal irgendwas essen. Ups. Weg, weg, weg. Du Dumpfnuss. Na also. Ist was? Ja, er ist sehr verzögert in den Dingen, die er machen kann, der Hue. Aber das wissen wir ja schon. Oh. Gibt's da noch irgendwas? Nö. Schauen wir mal. Da waren wir doch aber auch schon drin, oder? Nee. Sieht nur so aus. Wie einer der Türme, wo wir schon waren, aber da war ein Aufzug mit drin. Kann ich das kaputt machen? Nein. Oh. Jump and Run. Super, ich kann es auch so aktivieren, allerdings haue ich ja dann zu, ne? Okay, dann muss ich tatsächlich... Ich sehe nichts. Uff. Aha. Was haben wir denn da? Einen Anura-Pilz. Okay, gleich dreimal. Auberginen. Fluffy-Ei. Alperfantenfleisch. Ach, herrlich. Alles einsammeln. Ich hoffe, das braucht keiner mehr. Da ist nochmal ein Aufzug, aber ich nehme jetzt mal die Treppe. Ich weiß nicht, wo der andere Aufzug hinführt. Oh, servus. Ich nehme mal ganz kurz die Amphiskuskugel, damit hätten wir nämlich die 5. Das ist super. Servus, Kroko. Du musst Hue sein. Ich spüre einen aufstrebenden Krieger. Wie hast... Ich weiß, warum du hier bist, junger Mensch. Der Weg, der vor dir liegt, wird deine Fähigkeiten als Krieger auf die Probe stellen. Gesundheit, Hue. Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Ich muss alles wissen, was man über den Ich weiß, nach welchem Wissen du suchst. Und ich kann schon fast sehen, wie man in dieses Wissen kommen kann. Du wirst mir aber dabei helfen müssen, es noch deutlicher zu sehen. Du solltest nach Finsterbiest suchen. Denn das Auge des Finsterbiest sieht am besten. Das Finsterbiest? Das klingt ja heiter. Ist es aber nicht. Ich trage auf deiner Karte ein, wo du es finden kannst. Mit diesem Köder kannst du das Biest herbeilocken. Bring mir das Auge, dann werden wir uns beeilen, deine Antwort zu finden. Okay, aber das schaut cool aus, oder? Wenn jetzt dieses Interagieren nicht stören würde, das schaut richtig cool aus. Wow. So. Finsterbiest. Da unten sind Spucker, also diese Echsen, oder wie auch immer man die bezeichnet. So, da wollte ich jetzt mal gucken. Ach, das Ding bringt mich einfach nur runter, oder was? Na gut, aber runterkommen kann ich ja auch so, ne? Hm. Gucken wir mal da ganz kurz auf die Karte, wo sich das denn befindet. Nee. Moment. Ich muss wahrscheinlich... Nein. Ich muss wahrscheinlich die Quest auswählen. Überfall. Keilenkette. Hier, locke das Finsterbiest herbei. Okay, dann werden wir das mal verfolgen. Moment, ich lese die Quest nochmal ganz kurz durch. Mit den furchteinflößenden Krockern zu sprechen, ist mit Abspann am schwersten. Die Tambas hatten es ziemlich schwer, irgendwas aus ihnen herauszubekommen. Die Ausnahme bildet ein bestimmter Krocker-Schamane, der das Wissen ebenso schätzt wie sie. Der Oberschamane wird sich aber nur mit einem echten Krieger unterhalten. Nord hat mir deshalb geraten, zuerst das Weiheritual der Krocker zu durchlaufen, bevor ich weitere Bemühungen anstelle. Dieses Ritual muss ich in einer unheimlichen Höhle abschließen, in der Nähe von Hochlandbergrücken. Okay. Das ist nicht einmal so weit. Das ist ja gleich nebenan quasi. So, wie schaut's aus essenstechnisch? Wir können uns mal ein Ei gönnen. Oh, und bevor ich da noch irgendwohin weitergehe, werde ich erst einmal hier ganz kurz einen Speicher machen. Sicher ist sicher, gerade vor allem, weil die Spucker hier rumrennen auch. Ah, da vorne ist das. Oh. Lunarogos. Was haben wir hier? Okay, das sind die... Die Echsen? Ja, sie sind's. Ah, die Spucker. Ist in Ordnung, ich will nichts von dir. Ich nehme trotzdem mal lieber meine Ausrüstung in die Hand. Man weiß ja nicht, was die vorhaben, ne? So, was haben wir da? Sind da Tiere? Oh ja. Wie er in der Luft rumfuchtelt. Da liegt doch auch einer. Das sei doch. Oh, und da ist nochmal so eine Amphiskuskugel. Cool. Ja, ja. Damit haben wir die Amphiskuskugel Nummer 6. Ist das jetzt ein... Die sind ja auch zu zweit wieder, ne? Boah, die sind sauschnell, ne? Mit dem Spucken. Kann man auch. Ja, schön. Aber da kommt noch einer, ne? Ei, ei, ei. Oh. Ihr seid doch so dumm. Das Problem ist nur... Ey. Ey, es gibt's doch nicht. Na also. Danke. Und das da ist jetzt nochmal ein Wächter, oder? Die sind echt heftig. Heftig. Na also. Na also. Ein Wächterabzeichen ist sogar. Okay, super. Boah, ist man da angespannt, ey. Gerade bei denen ist das enorm, finde ich. Weil die sind halt einfach super heftig. Puh. Okay, aber was uns da erwarten wird, ist, wenn wir uns dann das nächste Mal anschauen, würde ich sagen. Insofern seid geduldig und wir werden uns dorthin begeben und diese Prüfung bestehen. Hoffe ich. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht auch einen Kommentar. Und dann täte ich mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit reinschaut. In dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!